Oh. Na hoi, was ist denn da passiert? Da muss doch ein Kommafehler bei der Rechnung sein, oder? Das kann doch wohl nicht euer Ernst sein, oder? Oh, heute haben wir kein Glück. Das ist aber schade. Das kann doch nicht sein, oder? Also so viel Geld kann doch keiner auf der ganzen Welt haben. Oder wie seht ihr das? Ah, scheinbar doch. Also hat sich bisher noch nicht geändert. Nein, ihr seht schon, wir hatten gestern einen... Na, nennen wir es mal... Ja... erfolgreichen Tag. Oh, ein neues Hühnchen ist geschlüpft. Es sieht... seltsam aus. Wie nennen wir es denn? Ich nenne es mal Darkwing. Pass mal auf, warum. Ein schwarzes Huhn. So. Darkwing seems curious, but okay. Ja. Ihr seht's, ein neues Huhn. Noch mehr zu tun. Aber irgendwas, keine Ahnung. Also unsere Hühnerproduktion ist verbesserungswürdig, würde ich mal behaupten. Und wir sollten, glaube ich, mehr Gras pflanzen. Sonst kriegen wir früher oder später hier ein bisschen das Problem mit der Nahrungsmittelknappheit. Naja. Also jetzt müssen wir die Hühner bald auch füttern. So, aber erstmal Ladies-Runde. Na, das passt doch gleich. So, Melli kann nix. So, und was haben wir hier noch? Eine große Ziegenmilch? Nee, ist es nicht. Natürlich ist es das nicht. So, jetzt gucken wir mal. Ziegenkäse, Ziegenkäse. So. Und jetzt muss ich erstmal schauen. Animal Bundle. Wir brauchen mal die große Ziegenmilch, die haben wir nicht. Und ein Entenei, das haben wir auch nicht. Super. Also das Bundle können wir schon mal nicht machen. Hier können wir die Aprikose und eine Kirsche. Dazu haben wir Honig, Ziegenkäse und Käse. Gut, das kriegt man komplett. Und das noch nicht. Das ist schön, da gehen wir dann gleich mal gucken, was es denn für so ein Bundle hier so geschenkt bekommen. Ja, Moment. Erstmal müssen wir meine Demenz ausgleichen. So, achso, da war sogar noch... Da war noch eine kleine Milch. Na, hätte ich das gewusst. So. Tun wir jetzt eine rein. So. Und dann gehen wir jetzt mal... Nein! Günther, reiß dich zusammen! So. Ab auf den Ronny. Moment. Erstmal machen wir aber unseren Gang nach unten, denn es ist ja Freitag. Leute. Es ist Freitag. Für uns alle ein Freitag. Und genau, Freitag bedeutet natürlich hier. Da, 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 da. Der komische Wagen ist wieder da. Crystal Floor, Nautilus Shell, Tulip, Plumpudding, Trap Popper. Goldmilch, wieso? Wer sieht? Nö. Diesmal nichts für uns. Ich hoffe halt immer noch, dass die mal so einen Iridium-Sprengler oder Iridium oder einen Iridium-Barren da hat. Das wäre ja alles ganz schön. Und was ich noch kaufen wollte heute ist, ihr ahnt es vielleicht, ein Schweinchen. Ein Schweinchen. Da. Genau. Rupert Bell klingt zwar auch schön, aber unser erstes Schweinchen heißt Pickledy. Und unser zweites Schweinchen, na, will jemand raten? Genau, das heißt nicht Grotto, sondern
Frederik. So. Und Pickledy und Frederik gingen in ihr neues Zuhause. Das nur so am Rande. So. Aber es geht weiter. Auf Ronny, unserem Pony, reiten wir durch den Ort. Und genießen quasi heute den schönen Tag, denn morgen soll es ja regnen. Ihr habt es ja bestimmt im Wetterbericht gesehen. Und ich bin ja mal ernsthaft gespannt, wie toll so die Schweine sind, wenn man die sich so hält. So, hier oben müsste das jetzt sein. So, Artisan Bundle. Bums. Bums. Das will er gleich gar nicht. Dann die Milch geht auch nicht. Honig. Ach. Käse. Käse. Sehr schön. Haben wir das endlich mal gemacht. Was gibt's dafür? Noch ein Keck. 1A. Also fehlt uns hier bloß noch eine große Ziegenmilch und ein Entenei. Dann haben wir das Animal Bundle auch und dann fehlt uns fürs Greenhouse quasi echt bloß noch die Melone. Und dann sind es quasi bloß noch zwei Sachen, die wir abarbeiten müssen. Dann ist das ganze Häuschen hier komplett, Leute. Schon cool, finde ich. So, mal gucken, ob es hier irgendwas gibt. Seaweed for a Pizza. Du bist widerlich, Junge. Sowas unterstütze ich doch nicht. Pfui, Bags. Ja. Aber gut. Erstmal wieder obligatorisch ein bisschen was verkaufen. So, jetzt haben wir zwar unsere Reservemilch verkauft, aber irgendwas ist immer. Ach, schön. Da, guckt mal. Und da ist Pickledy. Der Wärmeklopf. So. Wenn ich meine Schweine ansehe, werde ich so sentimental. 104 haben wir noch. So, jetzt müssen wir aber gucken, weil wenn wir dann insgesamt 20 Tiere haben, ja, dann brauchen wir auch noch einen Silo für den Winter. Oh! Oh! Hi, Günther, ich hab mir schon gedacht, dass du heute hier vorbeikommst. Also, habe ich ein bisschen was vorbereitet, so zur Überraschung. Because I love you. Oh, yeah. Es ist ein kleines Picknick für uns. Ja, das ist so eine Gemüsezusammenstellung mit meiner, naja, speziellen, scharfen, naja, Soße, Dressing. Und das hier ist frischer Salat, den ich aus dem Grün gemacht habe, das ich im Wald gesammelt habe. Genau hier im Wald. Ich liebe dich. Günther, oh. Ich möchte dir nur Danke sagen, dass du mir geholfen hast, einen Schritt zu machen oder einen Schritt näher ranzukommen, ein echter Künstler, eine echte Künstlerin zu werden. Yeah, Leute, yeah! Eine Stimme aus der Entfernung. Gut, gut, gut. Was haben wir denn hier? Wer war das? Was? Wer bist du? Ein Stalker. Kell? Was zur Hölle machst du denn hier? Hast du mich nicht bei der Kunstshow gesehen? Ich bin den ganzen Weg von Zuzu City gekommen, um mir deine Skulpturen anzusehen. Und ich wollte versuchen, dass du zu mir zurückkommst. Ich möchte die Dinge rückgängig machen. Naja... Ich vermisse dich, Schatz. Bah! Nenn mich nicht so! Arschloch! Hodenkopf!
Du hast nie meine Kunst unterstützt. Und jetzt, wo ich einigen Erfolg habe, bist du zu mir zurück. Du machst mich krank, du... Hey, komm her! So, Junge. Ich weiß nicht, ob Lea es mag, wenn wir ihm auf die Fresse hauen. Drücken wir es mal so aus. Also ich probiere, ihm nichts zu schlagen. Sollte ich nochmal die Wahl kriegen, tue ich's. Ich habe nichts zu dir zu sagen. Geh mir aus dem Weg. Ernsthaft, Lea. Was tust du denn hier draußen mit diesen, naja, nennen wir ihn mal einfachen Idioten? Was? Yay! Günther ist ein besserer Mann, als du es jemals sein wirst. Und er hat meinen ewigen Respekt. Du fieser Mann. Und jetzt hau ab von hier und komm nie zurück. Lass uns gehen, Günther. Ich möchte nicht mehr mit dem Typen irgendwas zu tun haben und dass er uns auf den Sack geht. Ja, ich komm mit. Oh Gott, Leute, wen haben wir uns da angelacht? Naja, lass uns jetzt mal ein bisschen, naja, abgeschiedeneren Ort hier finden. Was ist denn jetzt los? Was geht denn hier ab, Leute? Häschen! Das ist ja süß gewesen. Das gefällt mir. I like that. I like that. Huhu. Schweinchen. Ups. Ich glaub, Leute, das ist eine Frau zum Heiraten. Ich glaub's wirklich. Sneak, sneak. Schleich, schleich. Oh Gott. Schack ist wieder da, Leute. Bringt euch in Sicherheit. Gegen ihn an. Los, lauft, lauft, Leute. Ich weiß nicht, wie lange ich ihn noch im Zaum halten kann. Diese eingängig nervige Melodie. Schleich, schleich. Nein, Jock, geh weg. Lass die Leute in Ruhe. So, das nur so. Aber wir wollten doch mal hier, wenn hier gerade nichts los ist, wenn hier nicht rumgeschleimt wird heute, können wir doch mal gucken. Maximum! Gibt es wirklich Fische? Einkauf. Naja, besser als ich. Maximum! Wie? Na, was ist denn hier los? Und skip. Skip, skip. Verrücktes Zeug, ich sage es euch. Eine Zeitung. Ich liebe Lea. Ich muss das an der Stelle nochmal sagen. Die ist toll. Haben uns, also habe ich mich für die richtige entschieden. Fand ich eine sehr großartige Situation. Und wir mussten ihn nicht schlagen. Ich glaube, da wäre sie uns bestimmt böse gewesen. Ist halt doch schon emanzipiert. Nicht so wie die Penny, die sich da von ihrer Alki-Mutti einlullen lässt. Ja. Das nur so am Rande. Der steht immer so komisch da, wenn der die Angel auswirft. Pass mal auf. Was macht der da? Muss ich aber nicht verstehen, oder? Und morgen soll es regnen. Was machen wir denn da morgen? Ich glaube, wir fahren morgen mal in die Wüste. Hätte ich mal Bock zu. Oh, Treibholz, da wird sich die Lea aber freuen drüber. Achso, und morgen müssen wir auf jeden Fall zum Strand. Denn am Strand gibt es ja... ein Mermaids Pendant. Kein Ponton, sondern ein Pendant. Nein! Nein!
Komm her, du verrückter Fisch, du. Neuer Rekord beim Woodskip. Skip. Was gibt's? Hui. Na gut. Maximum. Ja, war gut, oder? Dass man so lange seine Stimme so hochhalten kann, das ist ja unfassbar. So, meine lange Karriere als Mensch, der an Straßenmusikern vorbeigeht, zurückzuführen. Maximum. Gott sei Dank. Ein Schatz. Gut, gib. Der Kupfer gefressen hat. Es ist mir immer wieder halt. Maximum. Es ist schön, wenn die Fische schnell anbeißen. Um nicht zu sagen, ja. Danke. Gut, sollte für heute reichen. Ganz komisch, so ganz ohne Slimes heute hier. Erstaunlich geradezu. So, ab aufs Ronny Bonny. Und erstmal wieder so. Häschen! Wie kann man? Da räumen wir nämlich heute unser Inventar mal ein wenig auf, dass wir morgen dann gleich losschießen können und unser Tagwerk schnell vonstatten geht morgens. So, erstmal kommt das neue Keck dahin. So, genau, wisst ihr Bescheid. Als nächstes erstmal wieder hier wegräumen. So, 143, wir gehen auf die 150 steil zu, Leute. Dann wird eingekauft. Hatte ich ja schon mal angekündigt. Also dann wird ein bisschen was ausgebaut. So, den Schrott. Wo tun wir den denn hin? Na, das können wir erstmal hier. So. Die Fischis können wir hier oben rein tun. Das ist in Ordnung. Für die. Ach, kommt den schon. Eigentlich bräuchte man das ja in einer Kiste, wenn wir doch mal recyceln wollen. Also in die Kiste. Ist ja dann die logische Folge. Genau, hier haben wir nämlich auch schon ein paar andere Brillen drin. Und die Zeitung. Schön. Das ist schön. Da habe ich da gleich mal richtig gehandelt. So, Kohle macht uns auch nicht mehr die großen Sorgen, seitdem wir abends uns halt ein bisschen dran halten, gründlich zu entsorgen. Ja, was machen wir denn heute? Können wir mal gucken, ob es Pilzis gibt? Das glaube ich aber noch nicht. Wir waren ja erst letztens welche holen. Ui! Es geht aber auch verteufelt fix. Und ich glaube, wir machen uns mal eine Pilzkiste, weil dann können wir uns ja ab und zu mal dieses Live-Elixier hier basteln. So, was brauchen wir denn für ein Gisterl? 50 Holz. Naja, das ist ja hier und so. Da kann ich ja. Ach Quatsch. Das kriegen wir so hin. Das kriegen wir ja noch mit der Energie, die wir übrig haben, hin. Da machen wir uns mal hier drei Bäumchen schnell platt. Da haben wir das zusammen und machen dazu noch was Sinnvolles. Ein bisschen Ordnung auf der Form. Auch schon. Am Anfang ist das halt alles nicht so leicht. Jetzt ist das. Naja. So, quasi auf einer Arschbacke. Abgemacht. So, dann stellen wir die Kiste hier hin. Und tun immer die Pilzis hier rein. Und für den Trank brauchen wir nämlich. Ach, Knoblauchöl könnte man auch machen.
Live-Elixier, genau. Da brauchen wir bloß noch einen Purple-Mushroom und Chanterelles, aber das können wir dann immer operativ machen. Und wenn wir wirklich einen großen Übersprung von irgendwas haben, dann, mein Gott, ist das halt so. So, Ronny Pony bringen wir erstmal zurück, damit er in Ruhe schlafen kann. Gut, dass wir das geklärt haben. Oh, hier ist aus Schrott sind ein paar Kerzen entstanden. Die wir ja eigentlich auch nicht mehr so, keine Ahnung, in irgendeiner Art und Weise brauchen. Ach, Moment. So. Wir wollten ja noch ein bisschen Ordnung im Inventar machen, bevor wir hier aufbrechen. Was ich für ganz sinnvoll halte. Oder warte mal. Also die Bomben können wir für morgen auf jeden Fall mitnehmen. Ich denke, die werden schon einen sinnvollen Platz finden. Sind sie irgendwas? Nö. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Hier können wir jetzt unsere Foraging-Sachen unterbringen. Den Amethysten können wir noch verknödeln hier. Und den Zepp räumen wir auch weg. Schön. Schön. Na, dann gehen wir heute mal ein bisschen zeitiger ins Bett. Ist ja auch nicht so schlimm. Gucken uns doch eine deutlich kleinere Abrechnung als gestern an. Was ja auch nicht schwer ist, weil gestern war ja nur wirklich persönlicher Rekord. Und trotzdem wieder über 2000, das ist sehr schön. Und dann sehen wir uns, wie gesagt, schon wieder am nächsten Morgen wieder. Morgen wird auch wieder einiges passieren. Ich verabschiede mich bis dahin erstmal und sage bis denn dann.